Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft Hardcore Season 1 mit Sven. Hallo. Und mir, dem Erik. Und ja, der Plan für diese Folge hier ist eigentlich Level Farmen. Aber also das macht Sven. Ich gehe Dias farmen. Ja. Übrigens habe ich jetzt einen Weg gefunden, wie ich mit 60 FPS konstant aufnehme. In Minecraft. Ja. Oh Leute, was brüche ich da? Und es klappt wunderbar. Keine Lecks, das freut mich richtig gerade. So, die Musik ist zu laut. Ja, können wir korrigieren. So. Da gehen wir mal. Na komm, komm, nee. Hier war Sven. Bald müsste das Ende kommen von Minecraft, ne? Bitte, was kommt da? Das Ende von Minecraft Season. Müsste doch bald kommen, oder? Ja, am 4. Ich glaube, ich in einen anderen Strip-Meingang rein. Ja, am 4. Ja. Februar ist es soweit. Aber bei uns ist es ja dann schon geschehen jetzt, wenn das Video rauskommt, schon lange geschehen. Ja. Natürlich habe ich keine Fackeln mitgenommen. Macht man ja so. Weil ich habe direkt einen Fehler gemacht, als ich den gegraben habe. Ich hätte die Fackeln immer rechts setzen sollen, damit wir wissen, welche Richtung wir laufen müssen. Ach, mich stört das gar nicht. Ja, mich schon, manchmal verliere ich die Orientierung. Sven ist halt so ein Orientierungsloser. Ne, eigentlich noch nicht, man, bei so einem Strip-Mine-Gang, da... Da kann ja, das schon mal passieren, dass man sich verirrt, ne? Ja, da kann es passieren. Ja, du siehst, Gefühl kenn ich. Ja, ich bin schon orientierungslos, Spaß. Ja, so sieht's aus. Wo ist jetzt der Strip-Mine-Gang? Hier ist direkt netter Umgang wieder. Warum? Wer hat hier so viele Fackeln platziert? Ich, damit weiß in welche Richtung man muss. Das soll ein Pfeil darstellen. Ach so. Also ich dachte so, boah, was für eine Verschwendung, ey. Verstanden, Alter. Das ist jetzt meine Orientierung. Für deine Orientierung, ne? Ich brauche sowas nicht. Ich finde immer nach Hause. Ja. Hat man ja auch gesehen, ich brauchte nicht die Koordinaten, um wieder nach Hause zu finden, als ich den Dschungel gesucht habe. Siehst du mal. Du hast auch wieder nach Hause gefunden, als ich in der ersten Season den Gang zugebaut habe. Ja, das ist was anderes, ja. Da findet man den Weg nicht mehr. Hä? Ich schon. Ja, wenn du weißt, wo du dich zubaust, dann schon. Boah, ja. Gerade voll das die Zuckung mit meiner Hand gehabt. Ich habe gerade voll komisch reagiert in Minecraft. Kohle! Boah, Sven, ey, geil. Hammer, Alter. Richtig Kohle. Geil. Scheiße. 2, 3, 4, Alter. So uns ein geht's Gas gut. Und alles ist vorbei. Uns geht's richtig gut. Boah, was hat die denn wieder geschrieben jetzt hier? Boah, ich höre, wenn ich in Lava falle, esse ich direkt den OP-Apfel. Bin ich nämlich safe. Das ja, stimmt. Dann gehe ich in Never rein, schlag irgendein scheiß Ding, einen Zombie-Pigman und die gehen dann auf dich drauf. Die würden mich nicht killen. Das würden die nicht schaffen. Nee, OP-Apfel. Warte mal, Goldapfel ist zu heftig. Warte mal ganz kurz, wir müssen mal kurz die Aufnahme unterbrechen hier. So, da sind wir auch schon wieder nach diesem Cut. Tut mir leid, ja, ich musste kurz wohin, ja. Und als ich weg war, hat Sven einen Plan ausgetüftelt, wie er mich verarschen kann, ja. Sven, das kann ja, ich mal erzählen. Ich wollte Erik bei seiner Rückkehr verklickern, dass ich verreckt bin. Sehr nett auf jeden Fall, ja, das sieht man ja hier. Ja, jetzt machen wir aber weiter, also, Diamanten fahren. Du mich verarscht hast, Alter. Oh ja, daran erinnere ich mich noch. Boah, das war so schön, Alter. Ich habe eine gute Neuigkeit. Ah, welches Level bist du denn jetzt? Sag mal. 30. Das ist cool. Hast du es gehört, wie ich geatmet habe, so? Ja. Nee, das weiß ich wegen dir. Weil mir hat jemand geschrieben. Mir hat jemand geschrieben und ich gucke so aufs Handy und denke so, weißt du. Ah, ich weiß wer. Echt? Bist du dir sicher? Das ist doch bestimmt die Person, wo ich denke, die es ist, oder? Es könnten zwei Personen sein. Ah, okay. Was glaubst du, welche es ist? Die, über die wir eben getalkt haben. Nee, die ist es nicht. Nein. Die andere. Ach so, dann ist es die. Das Stichwort Musikfeld. Ach komm, ein Diamant nur? Das ist ja echt lächerlich. Ja, die hat mir geschrieben, der hat gefragt, was ich gemacht habe.
Oh, jetzt hat sie diesen Sandwitz gerissen, boah. Ja, ich hab ein Foto von meiner neuen Kleidung gemacht und dann die so, oh, eine Hose aus Sand. Ach, ey. Sag ihr einen Daumen hoch von mir. Ich kann gerade nicht schreiben, ich bin da auf. Props an dieser Stelle. Props an dieser Stelle. Ich glaube, dieses Wort kennt sie nicht mal. Das kennen nur die, ja. Du verstehst, wen ich meine, ne? Oh Gott. Ja, die Leute, die kein Leben haben. Also, damit meine ich euch Zuschauer. Ja, genau. Wir meinen euch, nicht uns. Zwinker, zwinker. Ah, oh, die Musik, natürlich. Wie respektlos. Warum liegt hier Stroh? warum haben wir die Maske auf? Ja, lass mir doch einfach. Oh, shit. Nicht geeignet für Minderjährige. Obwohl, ja doch, lieber nicht. Ansonsten kommen die Eltern, ansonsten kommen noch die Kinder zu den Eltern. Mama, was ist Blasen? Boah, ne, noch besser, wenn so ein kleines Kind so dein komisches Gehirn, hör auf. Na, wenn da so ein kleines Kind kommen würde und so sagen würde, Mama, warum bläst du mich nicht einfach rein? Oh, shit. Geht in dieses Zimmer, warum liegt hier dein Spielzeug? Blasen. Ja! Mama, warum bläst du mich einfach rein? Oh! Ich muss zugeben, das war jetzt lustig. Ah, diese Vorstellung. Warum liegen hier denn Spielsachen auf dem Boden? Ja, und warum ist hier nicht aufgeräumt? Warum bläst du mich nicht einfach rein, Mama? Ach, nee, komm, reicht mal. Alter, nee. Psycho. Das kann man doch keinem erzählen. Anscheinend schon, wir können es ja. Oh Gott, ich bin gerade im Überlegen, ob ich wirklich bis Level 35 farmen soll. Ich bin schon Level 8. Oh. Ja, Mann. Oh, das könnte sein, dass ich die Lavaquelle buddel. Nee, kann gar nicht sein. Gut, wir schaffen, glaube ich, nur noch eine Folge, bis dann der Dingens kommt, ne? Meinst diese? Diese oder? Warte mal, über was reden wir hier gerade? Wir schaffen nur noch eine Folge. Das war ja von vornherein klar, dass wir zwei Folgen machen. Also willst du mir damit signalisieren, dass wir nach dieser Folge Ende machen? Oh mein Gott, Gast! Ja, weil wegen Gast. Dem anderen halt, ne? Sollte eigentlich jetzt gleich kommen. Er hat gesagt, ich habe gesagt, ja, dann kommen 20 Uhr. Sag ich so, ja, wenn ich es nicht vergesse. Oh! Oh! Wow! Ich wäre fast in Lava gefallen. Ich brenne in der Hölle. Alter. Okay, hab aufgehört. Das war fast Dualsterben. Synchronsterben ist auch schön. Alter, das war mega knapp. Semi-optimal, wa? Semi-professionell. Leon. Leon? Ja, der sagt das immer zu mir. Ja, Erik, das ist ziemlich semi-professionell. Der macht ja immer Frau Esser nach. Komm schon. Diamanten sind so schön. Aber es ist nur Redstone, was Eric, ich hier finde. Weißt du, was ich mir eben so überlegt voll vergessen haben, als wir in der Festung waren? Was denn? Überleg doch einmal. Wenn man in eine Festung geht, was holt man nein, da eigentlich raus? Nein, haben wir die Neverwards vergessen. Genau! Ja, da haben wir gar nicht dran gedacht, das war so spannend und naja, wir haben. Uns haben Zombie-Pigments verfolgt, die uns töten wollten. Ja, ich geh jetzt welche holen, ey. Pass auf dich auf, Sven. Boah, irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir lieber doch zu zweit gehen sollten. Ach, ich bin schon da. Also, ich bin. ich bin schon ganz hingelaufen. Ich bin von Quarzquelle zu Quarzquelle und jetzt stehe ich vor der Festung. Nehme ich dann das ganze Quarz mit und dann hole ich schnell welche. Läuft, auf jeden ich Fall. Ich rush da rein und dann ist gut. Mit Marathon und Leichtgewicht und dann. Oh Junge, Alter. Vielleicht werde ich Level 40. Schreibt dir auch noch Dingen, sehe ich da im Hintergrund ein paar Sandbogen. Alter. Danke, Sven, dass ihr diesen Floh ins Ohr gesetzt habt. Das ist kein Floh, der Sand. Boah, der war jetzt aber schwach, Alter.
wie dein Sandgebläse. Die Leute denken, oh Gott, die Leute denken bestimmt so jetzt so, hä, worüber reden die da, Sand, Ja Leute, ich komme aus Kasachstan, ja, da sagt schon alles. Genau, jeder weiß, was gemeint. Ja, voll. Wer nicht, hä? Weil sich jeder mit dem... Okay. Ich wollte mit diesem nutzlosen Kontinent erstmal sagen und dachte mir so, das wäre noch viel zu dumm. Weil Kasachstan ist kein Kontinent. Für alle, die jetzt gedacht haben, das ist ein Kontinent, schämt euch. Ja, schämt dich mal, lieber. Ich weiß, wo das keiner ist. Du hast aber Kontinent gesagt. Anscheinend ja. Will dir dein Verstand dir unterschwellig sagen, dass Kasachstan ein Kontinent ist. Ja. Aber dein Gehirn widerspricht sich da. Das ist mir einfach zu viel Wüste, weißt du. Ach komm, ey, jetzt reicht's aber hier. Ach, der schreibt mir. Holy. Oh, Lavaquelle. Hey, nimmst du schon auf? Wie lange geht noch die Folge? Sven und ich sind in der Aufnahme. Ja. Einen Moment kurz hier. Aufnahme. Aufnahme. Ich sag Bescheid, wenn wir. Ich da eh noch 5 Minuten oder so noch. So. Ach, Level 35. Ist das ein Krater? Ist das ein Krater? Ist das ein Vogel? Ist das ein, Komm, bevor die Folge zu Ende ist, mache ich noch ein bisschen Action. Ich gehe jetzt schon in die Festung. Das ist gut. Was? Ich dachte, du wärst schon bei der Festung. Ja, aber ich bin halt weggegangen wegen Bartz. Also, ich bin halt der Quarzsprinter her. Boah, jetzt da runterzufallen in Lava. Ich bin jetzt Level 35. Soll ich Sven alleine lassen? Das wäre lustig. Richtig lustig. Ja. Was ist das? Achso. Weil dann wüsste ich direkt, was ich mache. Ich würde mir dann das Sharpes 5 Schwert machen. Ich habe ja gerade 35 Level. Dann würde ich meinen Bogen noch eine Stufe hoch machen. Dann würde ich meine Rüstung auf Level 1 verzaubern. Und dann würde ich Enderman farmen. Und dann wäre auch so gut wie fertig. Ah, okay. Ja, das ist eigentlich ein guter Plan. dann stürze ich mich jetzt von den nächsten Clip. Ich habe mit diesem einen, also mit Kurio gestern, so heißt er ja, habe ich gestern Dingens geredet. Ich war ja bei diesem Atera dabei, der so, ja, ich war auch bei so einem Projekt dabei, so für kleine YouTuber, so Varo-mäßig und ich so, oh, okay, cool, ne. Ich so, ja, wie hieß es bei dir? Bei dem hieß es ja anders halt. Ich dachte, wir wären im gleichen Turnier gewesen, das wäre ziemlich cool gewesen. Cooler Zufall auf jeden Fall. Das wäre echt cooler Zufall gewesen, aber das war er halt nicht. Da habe ich noch erzählt, wie ich gestorben. Da ist und hat er gelacht? Ja, wer würde da nicht lachen? Die Frage, ja. Das ist schon peinlich. Echt peinlich. Also, du hättest einfach alles und jeden hättest du auseinandergenommen, ja? Das stimmt. Keiner hatte in dem Zeitpunkt Schnitte gegen dich. Keiner, ja, das stimmt. Obwohl, nee, doch, aber es waren schon ein paar Leute, also, Ja, sagen wir, du wärst jetzt direkt auf die Jagd gegangen und hättest dir die geschnappt. Ja, stimmt. Ich hätte eine große Chance gehabt, das stimmt. Ja. Du warst der mit den, sagen wir, mit dem besten Equip zu diesem Zeitpunkt. Das stimmt. Die hätten dich nur zu zweit mit solchem Equip aufhalten können. Es war, glaube ich, also, soweit ich noch weiß, war da kein Team mehr übrig. Nee, war es auch nicht. Ja. Obwohl? Sie haben alle auseinandergenommen. Ja, kein Team, das so krass equipped wäre. Keine Ahnung, ich habe über den anderen nicht reingeguckt. Ich wollte es ja verfolgen, aber ich habe es nicht getan. Weil du ertrunken bist, Alter Erik. Was habe ich gemacht? Weil du ertrunken bist, man ertrunken. Oh Gott, das ist Lord. Ja, das ist echt peinlich. Okay, komm. Holy shit! Okay, komm, laufen wir einfach mal. Gucken wir mal schnell, wo ich rein kann. Ich bin wieder in der Base. Der Zuckerrohr ist gewachsen. Alter, das ist voll die Rüppelfestung. Ohne Witz, die ist voll kaputt. Oh, Alter, ich hab grad so ein. Oh, ich hab grad so ein Megatroll in meinem Kopf, ne? Einfach nur. Das ist wieder das Links zu. Nee, abbauen. Was anderes. Ne, ich sag's nicht lieber. Obwohl, ja, gut, ich werd's jetzt eh nicht machen, weil wir in einem Team sind, also. Na egal, damit ist diese Folge beendet. Nicht so spannend, das tut uns ein bisschen leid, aber gerade müssen wir jetzt erstmal farmen.
Besonders ich brauche die eine Diamantrüstung und naja, ne? Da muss ich jetzt ein bisschen für farmen. Und Sven braucht halt die Level und mit den Sharpness 5, Schwertern, bla bla. So eine Sache halt, ne? Ich bedanke fürs Zuschauen, Leute. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.